Hallo ihr Lieben, heute habe ich was sündhaft Leckeres zum Dahinschmelzen. Passend zur Feigensaison habe ich ein traumhaftes Schoko-Feigen-Tiramisu kreiert. Dafür habe ich meine Lieblingsfeigenmarmelade verwendet. Das Rezeptvideo dazu war übrigens in den letzten Wochen mein meistgeklicktes Video auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das gerne hier nochmal, da könnt ihr gerne schauen, wie ich die Marmelade zubereitet habe. Ihr könnt natürlich auch eine ganz kleine Menge zubereiten, extra für dieses Dessert, denn es lohnt sich wirklich. Und wenn alle Stricke reißen, könnt ihr natürlich auch eine fertig gekaufte Marmelade verwenden. Auch wenn das nicht ganz so lecker ist wie die selbstgemachte würzige Marmelade. Ich bereite hier einen Schokobiskuit zu. Dafür schlage ich die 3 Eier schaumig auf, zusammen mit wenig Zucker. Und das dauert wirklich 5-6 Minuten, bis wir so eine fluffige Masse bekommen, in die wir dann das Mehl und den Kakao hineinsieben können. Backpulver habe ich hier übrigens nicht verwendet. Natürlich schreibe ich euch alle Zutaten und die genauen Mengenangaben wie immer unten in die Infobox. Die trockenen Zutaten vermenge ich mit der schaumigen Masse. Das mache ich meistens mit einem Schneebesen, so klappt es am besten. Immer darauf achten, dass man die Masse nicht totschlägt, aber dass sich unten keine Klümpchen bilden und dass sich alles gut miteinander vermengt. Kann nämlich schnell passieren, dass dann unten am Boden der Schüssel dann noch das ganze Mehl kleben bleibt. Den fertig gerührten Teig streiche ich auf ein Backblech mit Backpapier. Mit einer Teigkarte versuche ich, den Teig gleichmäßig zu verteilen und dann kommt das Blech ganz kurz in den vorgeheizten Backofen. Bei mir waren es nicht länger als 7-8 Minuten. Dann hole ich den Biskuit schon raus und bedecke ihn mit einem sauberen Küchentuch, damit er nicht austrocknet, während ich jetzt die leckere Creme zubereite. Für diese brauchen wir klein gehackte Zartbitterschokolade. Die gebe ich kurz in die Mikrowelle und rühre sie anschließend glatt. Achtet auch darauf, dass die Schokolade frühzeitig zubereitet wird, damit sie schon Zimmertemperatur hat, bevor wir sie in die Sahne reingeben. Die Sahne schlage ich zusammen mit Sahnesteif oder Sanapart oder ähnlichem auf. Und wenn sie schön fluffig geworden ist, gebe ich ca. 50 Gramm Frischkäse oder Mascarpone löffelweise hinein. Gut ist es natürlich auch, wenn Sahne und Käse die fast gleiche Temperatur haben, damit nichts gerinnen kann. Und dann gebe ich die Schokolade löffelweise hinein, bis wir so eine schöne schokoladige Creme bekommen. Weil das Ganze ein Tiramisu werden soll, bereite ich jetzt noch einen starken Kaffee zu, einen Lungo. Theoretisch geht es natürlich auch mit starkem Filterkaffee. Den mische ich noch mit etwas Milch, damit ich die Biskuitstücke dann gleich da reintunken kann. Nun steche ich vom Biskuit passende runde Taler aus. Erst kleinere, dann größere. Dazu nehme ich ganz gewöhnliche Tassen oder Gläser. Und ihr müsst es einfach so abschätzen, je nachdem wie groß eure Dessertschalen sind. Die kleinsten Taler werden gut in die Milch-Kaffeemischung getunkt. Diese drücke ich dann auf den Boden der Dessertschüssel. Dann verteile ich gleichmäßig viel Creme auf den kleinsten Taler und verstreiche das Ganze glatt. Das gleiche wiederholen wir dann mit den großen Talern natürlich auch. Diese werden ebenfalls in die Kaffee-Milch-Mischung getunkt. Sie sollten auch schön Flüssigkeit aufsaugen, damit das Tiramisu am Ende die perfekte Konsistenz bekommt. Und auf die Taler gebe ich dann zuerst etwas von meiner Feigen-Apfelmarmelade. Da könnt ihr natürlich so viel nehmen, wie ihr möchtet. Alternativ kann ich mir das Ganze auch sehr gut mit einer Beerenmarmelade vorstellen, Heidelbeeren zum Beispiel. Alles, was das Schokoladenherz begehrt. Die restliche Creme gebe ich in eine Spritztülle, auch wenn ich es nicht so sehr mag, mit Spritztülle zu arbeiten, sieht das Ganze natürlich dann einfach dekorativer aus. Das Dessert kommt bei mir für eine ganze Nacht in den Kühlschrank, damit die Konsistenz perfekt ist, damit die Sahne fester wird und der Biskuit sich gut mit der Masse verbunden hat. Als Deko habe ich Kakaonibs und typisch für Tiramisu natürlich Kakaopulver verwendet. So steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr probiert das Ganze mal aus. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!